Sportgruppe beim Training für die Tour de Suisse. Teamleader Erwin Bischofberger hat dieses Jahr Ambitionen auf den Gesamtsieg. In der Vorbereitungsphase wird nichts dem Zufall überlassen. Taktik und alle möglichen Rennentwicklungen werden minutiös vorbereitet. So werden auch Radwechsel und Tankstopp für die nötige Flüssigkeitszufuhr intensiv geübt. Luke. So. Ja, so. Sonst verjagt sie dann. So, jetzt. Go, go, Erwin, go. Ja. Die taktische Marschroute wird vom sportlichen Leiter festgelegt und den jeweiligen Gegebenheiten angepasst. Ich habe eine leichte Schwäche. Ja, dann gehe sofort ins Vitaminaufbauprogramm. Dreimal täglich zwei Tabletten vor dem Essen. Nein, ich habe ein bisschen Schwäche in der Blase. Also dann nimm es hinterab vom Conny. Welcher Conny? Ja, der mit dem Renndress da vorne. Der mit dem Velo? Ja. Und der hat das Hinterrad? Ja. Und das muss ich jetzt wegnehmen? Nein! Das Hinterrad heisst, hinten anfahren und den ersten Vorsprung, um dein Geschäft zu erledigen. Ich muss aber nichts Geschäftliches erledigen. Ich muss das seichen. Ja, das meine ich ja. Komm, Erwin, zieh ihn jetzt. Los! Ja, so ist gut. Los! Normalerweise genügt ein kleiner Vorsprung, um nach Erledigung von dringenden Bedürfnissen den Anschluss im Feld nicht zu verpassen. Aber auch das will geübt sein. Einige Virtuosen beherrschen dies sogar während der Fahrt. Rennentscheidend sind meistens die Steigungen. Hier hat es immer wieder hilfsbereite Zuschauer, die das Leiden der Rennfahrer lindern wollen. Auch da werden Extremsituationen ausgetestet. Bei der anschließenden Abfahrt wird der Körper in der Regel extrem abgekühlt. Dagegen werden vorbeugende Maßnahmen getroffen. Besonders geeignet sind da Zeitungen und Zeitschriften, die bei korrekter Anwendung den Körper vor einer Abkühlung schützen können. Die minutiösen Vorbereitungen haben sich ausgezahlt. Erwin Bischofberger gewinnt die heutige Etappe der Tour de Suisse und kann sich das Leader-Trikot überstreifen lassen. Zudem ist er Träger des grünen Trikots des Punkteleaders. Gewinner des Flörop-Sprints, Träger des Hugo Boss Vestons für die Bergpreiswertung und des Armani-Regenmantels für besondere Leistungen bei Regenwetter. Und nicht zuletzt stolzer Besitzer des Käsetrikots der Paul-Akkola-Stiftung zur Förderung des Käseabsatzes.